Ja, also mir ist ganz wichtig in der Schwangerschaft, dass ich mich ausreichend ernähre und gesund ernähre. Das ist sehr bunt gestaltet, ist mein Speiseplan. Und dazu gehört natürlich ganz wesentlich auch dazu das Fleisch. Also ich achte schon darauf, dass ich regelmäßig qualitativ hochwertiges Fleisch zu mir nehme, weil es einfach in der Schwangerschaft ganz wichtig ist, weil es sehr viel Eisen und Zink liefert und der Bedarf in der Schwangerschaft höher ist. Worauf ich aber wirklich achte und was ein absolutes No-Go ist, ist, dass man das Fleisch roh isst. Also ich schaue wirklich, dass ich es gut durchbrate, dass es nicht mehr roh ist und auch Rohwürste einfach meide. Wie ich schaue, dass ich kein Prosciutto esse, dass ich keine Salami zu mir nehme. Es ist einfach so, das Immunsystem ist geschwächt und es ist einfach das Risiko viel zu hoch, an Toxoplasmose zu erkranken. Und deshalb sollte man es einfach weglassen.